Herzlich willkommen zur CSH Nummer 7, Anbetung in der Erziehung. Wir wollen uns heute mit ein paar sehr interessanten Geschichten und Texten auseinandersetzen, die Anbetung und Erziehung miteinander vereinen. Wir wollen darauf schauen, wie Jesus Anbetung vermittelt hat und wie im Alten und im Neuen Testament dieses Konzept des Weitergebens, des Anbetungsstils im christlichen Glauben gelebt wurde, wie es vermittelt wurde und wie es Menschen ans Herz gelegt wurde. Bevor wir in die Bibel einsteigen, möchte ich gern mit euch beten. Lieber Gott, wenn wir heute über Anbetung sprechen, Herr, dann hilf uns mit deinem Heiligen Geist zu verstehen, wie du Anbetung gedacht hast, wie du angebetet werden möchtest und wie wir die Bibelverse richtig und gut verstehen können, in denen du darüber sprichst. Auch wenn es nur eine Auswahl ist heute und wir nicht alle Texte anschauen können, die darüber reden, gib uns trotzdem ein richtiges Bild und ein klares Bild davon, wie wir dieses Thema verstehen sollen und vor allem, wie wir in unserem Leben das umsetzen können, ganz praktisch. Dafür danke ich dir. Amen. Ich möchte mit euch in den Merktext hineingehen, in 1. Chronik 16 und dort Vers 29 und 30. Ein sehr interessanter Text. Und ich liebe diese Bücher Chronik und Könige und Samuel, weil es da so viele gute Geschichten gibt. Und diese Geschichte, die diesen Text beinhaltet, die wollen wir uns gleich auch etwas näher anschauen. Wir lesen 1. Chronik 16, Vers 29 bis 30. Bringt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, er bebt vor ihm alle Welt. Wenn wir diesen Vers anschauen, der so reich ist an Imperativen und an Dingen, die wir tun sollen, dann müssen wir gucken, in welchem Kontext steht er. Und da entdecken wir, dass es hier um ein Danklied Davids geht. Und zwar war ja die Bundeslade zurückgeführt worden und wir kennen vielleicht die Geschichte drumherum, dass die Bundeslade lange nicht in Jerusalem sein konnte und David hat sie zurückführen lassen und war unglaublich dankbar und froh darüber. Die Bundeslade ist Teil des Heiligtums. Die Bundeslade steht im Allerheiligsten und ist somit quasi der kulminatorische Höhepunkt der Anbetung Gottes, des Anbetungskonzeptes des Heiligtums. Es wundert uns nicht, dass dieses Danklied in 1. Chronik 16 viele Ähnlichkeiten in der Formulierung aufweist mit Psalmen. Denn David, der hat natürlich auch viele Psalmen verfasst. Wir finden ganz identische Formulierungen, zum Beispiel in Psalm 29, Vers 2, wo es heißt, gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Oder auch Psalm 96, Vers 9. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Er bebt vor ihm alle Welt. Wirklich identische Formulierungen, die David hier gefunden hat. Wie schon gesagt, dieser Vers 29 in 1. Chronik 16 enthält mehrere Komponenten. Wir haben ein paar Imperative. Wir sollen Gott etwas bringen. Wir sind Gott anscheinend etwas schuldig als Menschen. Wir sollen ihn anbeten, weil er ein unfassbar allmächtiger Gott ist, das höchste Wesen im Universum. Wir sollen ihm die Ehre seines Namens bringen. Wir kennen diese Formulierung schon aus einem anderen sehr bekannten Buch, nämlich der Offenbarung und dort Kapitel 14, Vers 7, wo wir aufgefordert werden, Gott auch die Ehre zu bringen. Das heißt, Gott ähnlicher zu werden, Gott zu repräsentieren, zu zeigen, dass wir Gottes Kinder sind. Das bedeutet, Gott die Ehre zu bringen. Wir sollen aber auch laut 1. Chronik 16 Gott Gaben bringen. Ein anderer Vers in der Bibel, der Gaben und Anbetung in einem Zuge anspricht, den finden wir in Matthäus 2, Vers 11. Und dort spricht es über die Geburt von Jesus und dass nach der Geburt einige weise Männer aus dem Morgenland gekommen sind, um was zu tun? Um Jesus anzubeten und ihm Gaben zu bringen. Wir lesen dort in Matthäus 2, Vers 11,
Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich möchte ein bisschen auf diesen heiligen Schmuck eingehen, der in 1. Chronik 16, 29 erwähnt wird. Ist doch eine sehr interessante Formulierung. Und wir finden diese Formulierung, heiligen Schmuck, fünfmal in der Bibel. Das erste Mal in 1. Chronik 16, Vers 29 und das zweite Mal in 2. Chronik 20, Vers 22. Ebenfalls ein sehr interessantes Kapitel. Und den Vers möchte ich mit euch lesen. 2. Chronik 20, 22. Josaphat und das Volk Gottes kämpften gegen die Moabiter und Ammoniter. Josaphat lässt statt Kriegern Sänger und Musiker in die erste Reihe stellen, statt Kriegern mit Waffen. Und diese Sänger in der ersten Reihe und diese Musiker sollen Gott loben. Sie sollen Musik machen. Sie sollen anbeten. Im Angesicht einer Schlacht. Eine etwas kühne Idee, die der Josaphat hier hatte. Und wenn wir nicht den guten Ausgang wüssten, dann würden wir sagen, meine Güte, er hat ein bisschen fahrlässig gehandelt, weil die Musiker waren ausgeliefert der gegenüberliegenden Partei, die da mit schwerem Geschütz aufgefahren ist. Aber es heißt, und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Also das ist der Text, den die Sänger dort gesungen haben. Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und wie die Geschichte ausgegangen ist, das könnt ihr lesen in 2. Chronik 20, dass nämlich das Volk Gottes gewonnen hat, weil Gott für sie gekämpft hat. Sie haben die Anbetung an die erste Stelle gesetzt. Sie haben dem gegenüberliegenden Volk der Ammoniter und Moabiter gezeigt, an wen sie glauben und dass Gott es ist, der für sie kämpft und nicht sie selber, dass sie nicht Vertrauen gesetzt haben in ihre eigenen Waffen, sondern die Anbetung war ihre Waffe. Die zweite Stelle, wo diese Formulierung heiligen Schmuck vorkommt, die hatten wir schon gelesen, das ist Psalm 29, Vers 2, ebenso Psalm 96, Vers 9 und ein letzter Psalm, das ist der Psalm 110, Vers 3. Und dort lesen wir, dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. Hier haben wir wieder diese Verbindung mit Anbetung und Krieg. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Das heißt, diese Krieger, diese jungen Krieger für Gott, die kleiden sich mit heiligem Schmuck. Nun, was kann dieser heilige Schmuck bedeuten? Es gibt einen weiteren sehr aufschlussreichen Psalmvers zu diesem Thema, nämlich Psalm 93, Vers 5. Es scheint gerade so, dass David dieses Thema mit dem heiligen Schmuck irgendwie gemocht hat, dass er immer wieder davon gesprochen hat. Psalm 93, Vers 5. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Eine andere Übersetzung, das eben war die Schlachter, eine andere Übersetzung, nämlich die Luther, formuliert das ein wenig anders und das ist ein bisschen aufschlussreicher in dem Zusammenhang. Da heißt es, deine Zeugnisse sind wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Das heißt, Zierde ist ein anderes Wort für Schmuck, ja, Verzierung, Schmücken. Und hier heißt es, die Heiligkeit ist der Schmuck. Heilig bedeutet nichts anderes als für etwas Besonderes vorgesehen, abgesondert für eine bestimmte Sache bestimmt. Das können Menschen sein, das kann auch ein Tag sein, zum Beispiel der Sabbat, das kann auch ein Heiligtum, ein Gegenstand sein, zum Beispiel das Heiligtum oder Teile des Heiligtums. Das bedeutet in der Quintessenz, wenn wir Gott anbeten möchten, sollte das mit einer heiligen Haltung geschehen. Wir sollten uns mit Heiligkeit schmücken und es sollte sich deutlich von den Momenten des Alltags unterscheiden. Das kann sich in mehreren Aspekten äußern. Das kann
in der Wortwahl sein, oder es sollte auch in der Wortwahl sein, wir sollten nicht mit einem Straßenjargon zu Gott beten. Es kann sich im Tonfall unterscheiden, in der Körperhaltung, in der Kleidung, vielleicht auch im Ort, wo ich anbete. Es gibt viele Komponenten, aber auf jeden Fall können wir sicher feststellen, die Anbetung ist etwas, was Gott als besonderen Moment, besonderen Umstand vorgesehen hat, und wir sollten auch in der Anbetung eine besondere Haltung einnehmen, eine heilige Haltung. Und wie wir dazu kommen, dass wir uns selbst und andere in dieser Form der Anbetung erziehen und einem guten, hohen Ideal nacheifern und das anstreben, darum soll es heute gehen. Damit wollen wir uns beschäftigen. Denn Anbetung ist tatsächlich ein Thema, das so gut wie jeden betrifft. Eigentlich betet jeder Mensch auf der Welt irgendetwas an. Manche beten Menschen an, manche beten Gegenstände an, Idole oder auch immaterielle Dinge können Gegenstände der Anbetung sein. Der Mensch hat eine Sache von Gott in sich hineingelegt bekommen, und das ist, dass er nach etwas Höherem strebt. Er sehnt sich danach, so zu sein wie jemand anderes oder etwas zu erreichen, was jemand anderes hat. Das war auch schon in alter Zeit der Fall. Im alten Babylon finden wir eine Geschichte, die genau davon handelt, dass jemand nach etwas Höherem gestrebt hat, mehr sein wollte, als Gott ihm eigentlich zugedacht hat. In Daniel Kapitel 3 finden wir diese Geschichte eines selbstverliebten Herrschers, Nebukadnezar, der sich selbst zur Ehre ein mehrere Meter hohes Prachtbild, ein Standbild, ein goldenes Standbild errichten ließ. Und da sollten seine Untertanen und alle in seinem Reich, die ihm untergeben waren, niederknien, als Huldigung vor ihm. Und wir können aus dieser Geschichte in Daniel 3 einiges über die Erziehung lernen. Vor allem über die Erziehung dieser drei jungen Männer, die eben nicht vor diesem Standbild niederfallen. Und ich möchte mit euch hineintauchen in die Berichte, die Ellen White uns gegeben hat, über die Erziehung dieser drei jungen Männer, beziehungsweise vier jungen Männer. Daniel taucht in dieser Geschichte nicht auf, aber natürlich in den anderen Kapiteln. Und da sehen wir in einigen Aussagen, die Ellen White gemacht hat, so wunderbar, wie diese Erziehung dieser jungen Männer ausgesehen hat. Wir wissen nicht, wer ihre Eltern waren. Wir wissen nur, sie kamen aus sehr gutem Hause. Sie waren von königlichem Geschlecht. Und sie haben sehr, sehr gute Erziehung genossen. Wir sehen quasi im Buch Daniel die Auswirkungen dieser guten Erziehung und können nur Rückschlüsse ziehen aus dem biblischen Text, wie diese Erziehung ausgesehen haben muss. Und zum Glück haben wir da ein paar sehr, sehr interessante Aussagen. Eine stammt aus dem Youth Instructor vom Mai 1903. Und dort heißt es: Und solch eine frühe Bildung, / Erziehung, war für Daniel und seine drei Freunde das Mittel der Bewahrung. Mittel der Bewahrung vor dem korrupten Babylon, ja, dass sie sich nicht angepasst haben. Die Lektionen, die sie in frühen Jahren gelernt hatten, nämlich als Kinder, befähigte sie dazu, die korrupten Einflüsse am Hof von Babylon zu meiden. Wenn wir auf die Kinder und Jugendlichen von heute, aber auch der vergangenen Generation schauen, dann, und jeder selbst war mal so ein Jugendlicher und so ein Kind, dann weiß man, es gibt eine Zeit im Leben, dass man sehr formbar. Und je nachdem, mit welchen Einflüssen man konfrontiert ist, stellt das die Weichen für das weitere Leben. Und diese jungen Männer, die hatten Prinzipien gelernt, die ihnen geholfen haben, in einem korrupten Umfeld nicht in falsche Bahnen zu geraten. Weiter heißt es: Die Wahrheit war Wahrheit für sie. Ihre Prinzipien, die Prinzipien der Wahrheit, waren in ihre Herzen eingeprägt. Sie verstanden, dass der Mensch mit dem Herzen an die Gerechtigkeit glaubt und mit dem Mund bekennt, und das gereicht ihm zum Heil. Das heißt, wenn die Gerechtigkeit im Herzen ist, dann äußert sich das auch über die Worte, über die Gedanken, die ich habe. Das
zeigt sich im Leben eines Menschen, ob man die Wahrheit wirklich tief eingeprägt hat in seinem Herzen. Und so war es bei diesen drei jungen Männern. Ein anderes Zitat aus dem gleichen Artikel in dieser Zeitschrift. Daniel und seine Freunde waren vertraut mit den Lebensbildern von Abel, Seth, Henoch und Noah. Sie hatten sozusagen Idole, so wie wir das heute auch unseren Kindern mitteilen, dass wir auf Glaubensmänner schauen aus der Bibel, wenn wir Kinderbibeln anschauen und erzählen von diesen großen Glaubensmännern, dann schaffen wir für unsere Kinder Idole. Bessere Idole, als sie vielleicht in der Welt finden, wahrscheinlich. Sie schätzten die Wahrheiten, die ihnen von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Das Bild Gottes war in ihren Herzen eingraviert. Hier finden wir wieder diesen Gedanken, dass es tief in ihr Herz eingraviert war, diese Wahrheiten aus der Bibel. Als sie von einer Atmosphäre des Bösen umgeben waren, nämlich am Hof von Babylon, blieben diese Jugendlichen der Korruptheit fern. Keine Macht, kein Einfluss könnten sie von den Prinzipien abbringen, die sie in ihrem früheren Leben durch das Studium von Gottes Wort und Wundern gelernt hatten. Das heißt, wir können hier herausfiltern, dass ihre Eltern ihnen unglaublich viel mitgegeben haben aus dem Wort Gottes. Dass sie ihnen erzählt haben von Abel, von Seth, von Noah und von den vielen großen Glaubensmännern. Und dass sie davon gelernt haben, dass sie gesagt haben, so will ich auch sein. Ich will auch Gott so treu sein und möchte so ein Leben führen, so ein erfülltes Leben, so einen starken Glauben haben. Sie haben es sich zu Herzen genommen, sie haben es sich ins Herz eingraviert. Und das hat ihnen geholfen, auf Gottes Seite stehen zu bleiben, in einem Umfeld, das alles andere als christlich war. Ein weiterer Abschnitt aus diesem Artikel. Daniels Eltern erzogen ihn in seiner Kindheit zu Gewohnheiten strikter Mäßigkeit. Das klingt ein bisschen streng, aber diese Eltern wussten, dass sie ihrem Kind etwas Gutes tun, wenn sie ihn zu Mäßigkeit erziehen. Mäßigkeit heißt nichts anderes als das Schlechte meiden und das Gute in Maßen genießen. Es kann sich auf viele Bereiche des Lebens erstrecken. Das hat nicht nur mit der Ernährung zu tun, hat auch mit vielen anderen Dingen zu tun. Aber natürlich lesen wir in Daniel Kapitel 1 von dieser Gewohnheit der strikten Mäßigkeit, die Daniel sich angeeignet hat, die dann sich darin geäußert hat, dass er von den feinen Speisen und von dem Wein von der Tafel des Königs nicht essen wollte. Sie lehrten ihn, dass jede Tat konform gehen muss mit den Naturgesetzen Gottes. Das heißt, sie haben ihm beigebracht, im Einklang mit der Natur zu leben. Dass sein Essen und sein Trinken einen direkten Einfluss auf seine physische, mentale und moralische Natur hat. Dass er Gott gegenüber Rechenschaft schuldig war für alle Fähigkeiten oder auch Eigenschaften und dass er keinen unbedachten Weg einschlug oder unweisen Weg, der seine Kräfte hemmen oder schwächen könnte. Als Resultat dieser Erziehung wurde Gottes Gesetz in seinem Herzen erhöht und verehrt. Wieder dieser Gedanke, dass Gottes Gesetz, Gottes Wort tief im Herzen drinne war. Hier spricht es vom Erhöhen und Verehren von Gottes Gesetz. Diese Eltern von Daniel und seinen Freunden müssen unglaublich gute Eltern gewesen sein. Eltern, die genau wussten, was sie tun. Dass sie ihren Kindern diese wichtigen Lektionen in sehr frühem Alter mitgegeben haben. Und wahrscheinlich haben sie gar nicht geahnt, wie wichtig diese Erziehung dann später war. Und dass ihre vier Söhne ein unglaublich großes Werk vollbringen würden. Allen voran Daniel, der die längste Zeitprophezeiung für die Menschheit offenbart bekommen hat und der Zeugnis gegeben hat von dem Gott des Universums vor großen Herrschern wie Nebukadnezar, Belsazar und Darius. Und dass wegen ihrer Erziehung ein Nebukadnezar im Himmel sein wird. Was für große Auswirkungen hat eine gute Erziehung auch auf andere Menschen, auf die Gesellschaft. Wir lernen aus diesem Abschnitt und aus diesen Abschnitten und aus dem Kapitel in Daniel 3 einige markante Dinge.
die die Erziehung dieser jungen Männer ausgemacht hat. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Es geht hier um Prinzipientreue, dass ich Kinder dazu erziehe, dass sie sich an Prinzipien orientieren. Das ist ein bisschen konträr zu dem Erziehungsprinzip, was heute sehr populär ist, nämlich dass man Kinder mit Belohnung erzieht. So ein bisschen wie man das bei Hunden macht. Kinder sollten nicht aufgrund von Belohnung gehorsam sein, sondern aus Prinzip, weil sie lernen sollten, dass man gehorsam sein sollte, weil Mama und Papa das und das gesagt haben oder weil der liebe Gott das und das sagt, nicht weil ich danach eine Belohnung bekomme. Denn im Leben kriegt man nicht immer eine Belohnung, wenn man etwas gut gemacht hat, und daran sollte man auch die Kinder früh gewöhnen. Wir lernen das wir können daraus aus diesen Abschnitten sehen, dass die Mäßigkeit eine große Rolle gespielt hat. Dass die Mäßigkeit Einfluss darauf gehabt hat, wie die Weichen gestellt wurden von diesen jungen Männern. Ihre gute Erziehung in jungen Jahren hat ihnen geholfen, das Leben in einem korrupten und schlimmen Umfeld in guter Weise weiterzuführen. Dass sie sich nicht haben beeinflussen lassen von den schlechten Dingen. Und wir können aus diesen Abschnitten lernen, dass was man in jungen Jahren lernt, dass das auch bleibt. Dass das sich so fest einprägt ins Herz, dass die Eltern wissen dürfen, was ich früh hineinlege, diesen Samen, dass er aufgeht. Wir lernen genauso, dass es Wahrheitsliebe war, die diese jungen Männer bei Gott gehalten hat. Sie haben die Wahrheit so lieb gehabt. Sie wussten, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Es ist auch wichtig, dass das, was man denkt und das, was man sagt, dass das übereinstimmen sollte. Ja, dass man nicht heuchelt, sondern sie hätten ja auch von den Speisen an Nebukadnezars Tafel essen können und sagen können, ja, Gott weiß ja, dass wir hier in Babylon sind und es gibt halt gerade nichts anderes zu essen, und dann essen wir halt mit von den Speisen, die halt vielleicht auch anderen Göttern geweiht sind oder die unrein sind. Was haben sie nicht getan? Sie haben dem ganzen Hof deutlich gemacht, das sind unsere Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, so sollten wir uns ernähren, und das können auch ruhig alle wissen. Sie haben Gehorsam gelernt und das Gottesbild war tief in ihre Herzen eingeprägt. Das ist vielleicht das Wichtigste. Merkmal, das wir hier herausziehen können aus diesen Abschnitten und aus diesem Kapitel, dass je tiefer das Gottesbild und die Wahrheiten in einem Herzen verankert sind, umso sicher sind sie darin eingeschlossen und können sich dann auch entfalten. Diese sehr guten Erziehungsgrundsätze von den Eltern von Daniel und seinen drei Freunden, die haben es ihnen ermöglicht, in einem fernen Land unter bösen Einflüssen trotz dem integer zu sein und ihrem Gott treu zu bleiben. Sie mögen vielleicht auf die anderen Kumpanen, die mit ihnen ausgebildet worden sind, etwas seltsam gewirkt haben, aber sie haben dieses seltsame Bild nicht bestätigt, indem sie sich separiert haben. Ganz im Gegenteil. Sie haben mehr gelernt als die anderen. Sie waren klüger als die anderen, sie waren stärker. Und sie wurden am Ende sogar bewundert. Nicht von irgendwem, sondern von Nebukadnezar selber. Und sie haben durch ihre Treue zu Gott und durch ihre Prinzipientreue und Wahrheitsliebe haben sie es an die höchsten Positionen im Reich geschafft. Das heißt, für uns, wenn wir Gott treu sind, dann heißt es nicht, dass wir uns irgendwo vergraben sollten oder müssen, weil wir ja anders sind als die anderen, sondern das bedeutet, dass Gott uns eigentlich in Position stecken kann, die voller Einfluss sind, weil wir durch eine Treue zu Gott die Welt verändern können und die Gesellschaft verändern können. Und so hat es Gott mit diesen vier jungen Männern gemacht. Weil sie eben fest im Glauben waren, konnte er sie so benutzen. So viel zur israelitischen Erziehung im Volk Gottes. Daniel 3 wird ja oft auch als Vorbild genommen für das, was die Gemeinde der Übrigen am Ende erwarten wird, nämlich kurz vor der Wiederkunft. Und es gibt tatsächlich viele Parallelen, weswegen es sich lohnt, dieses altorientalische Kapitel, diesen altorientalischen Blueprint der Anbetung sozusagen,
sich näher anzuschauen, indem Menschen Gottes zu einer falschen Anbetung gezwungen werden. Weil genau das ist es, was ja am Ende auch relevant ist für die letzte Generation vor der Wiederkunft. Ich möchte mit euch in den Psalm 78 hineinschauen. Der Psalm 78 ist ein sehr spannender Psalm. Und ich möchte dort mit euch einmal die ersten 9 Verse lesen. Es ist ein Psalm nicht von David, sondern von Asaf. Und vielleicht habt ihr bemerkt, dass in dem Vers 1 steht, dass dieser Psalm ein Maskil ist. Wir sollten solche Dinge nicht so leicht überlesen. Es ist immer sehr spannend zu recherchieren, was das eigentlich bedeutet oder wer die Person war, sofern wir es rausfinden können, die diesen Psalm geschrieben hat. Ein Maskil bedeutet nichts anderes, als dass es eine Unterweisung ist. Und deswegen passt dieses Psalm so gut in diese Lektion, weil wir uns ja mit Erziehung und Anbetung beschäftigen. Und Erziehung ist natürlich Unterweisung. Auch in Daniel 12, Vers 3 und 10 finden wir dieses Wort Maskil, beziehungsweise diese Unterweisung. Und dort wird dieses Wort übersetzt als Verständige. Ja, dort heißt es, für die Verständigen, die leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die viele zur Gerechtigkeit weisen. Psalm 78 beginnt als Unterweisung, genau so wie es der Titel uns schon andeutet, Maskil. Da heißt es zum Beispiel in Vers 1, höre mein Volk meine Lehre. Also es wird gleich sichergestellt, gleich gesagt, dieser Psalm soll euch eine Lehre sein, er soll euch lehren. In Vers 2 lesen wir von der Gleichnisrede. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. In Vers 3 lesen wir, was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben. Das heißt, es wird Wissen tradiert. Wissen wird von einer Generation zur anderen weitergegeben. In Vers 4 lesen wir, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Das heißt, wir lesen hier von den Wundertaten Gottes, die an die nächste Generation weitergegeben werden. Es klingt alles sehr nach Unterweisung, sehr ja, nach Wissen weitergeben. Es ist wichtig, dass Menschen ihr Wissen und ihren Glauben vor allem an die nächste Generation weitergeben. So hat es sich Gott gedacht und das war sein Konzept. Aber wir müssen leider feststellen, in den letzten 6000 Jahren hat das nicht immer reibungslos funktioniert, eigentlich selten. In 5. Mose 6, Vers 6 bis 8, ein sehr bekannter Abschnitt, dort lesen wir ein paar sehr interessante Worte. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sagt hier Mose, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Diese 3 Verse kommen ja in dieser Lektion, in diesem Quartal öfter mal vor. Das ist auch nicht ohne Grund so, denn sie sind sozusagen das Grundkonzept, wie Gott sich die Weitergabe des Glaubens und der Erziehung in der Anbetung vorgestellt hat. Es gibt viele Möglichkeiten und Wege, den Glauben und das Wissen über den Glauben in einer Familie weiterzugeben. Aber wahrscheinlich ist die beste Zeit die Familienandacht, die beste Gelegenheit dafür. Der Text in 5. Mose macht aber auch deutlich, dass nicht allein die Andachtszeit dafür ausreicht, dieses Wissen und diesen Glauben weiterzugeben. Es darf nicht nur auf die Andachtszeit beschränkt bleiben. Auch wenn das vielleicht in einigen oder vielen Familien die einzige Zeit am Tag ist, wo die Familienmitglieder über den Glauben reden, über Gott reden und wo Gott eine Rolle spielt, so soll es doch eigentlich viel mehr für die Kinder deutlich werden, dass Gott im Leben ihrer Eltern eine Rolle spielt, dadurch, dass die Eltern den Glauben ausleben, dass sie authentisch sind, dass sie öfter mal am Tag über ihn reden. So wie es hier heißt im 5. Mose, ob man sitzt, ob man sich niederlegt, was man auch immer tut, ob man gerade spazieren geht, einen Waldspaziergang macht, man soll über Gott reden. Und interessant ist, dass eigentlich Jesus, als er auf dieser Erde war und seine Jünger, die ja quasi seine Ausbildungsklasse waren,
Genau nach diesem Vorbild, das 5. Mose 6 gelehrt hat. Wir lesen ein paar interessante Worte aus dem Buch Child Guidance. Das ist im Deutschen, wie führe ich mein Kind? Im Englischen ist es die Seite 294 und die folgende. In der Ausbildung seiner Jünger verfolgte der Erlöser das System der Erziehung, das zu Beginn eingeführt worden war. Welches System war das? Ja, das war sicher das von 5. Mose 6, aber es hatte dort ja nicht angefangen. Es war eigentlich das Ausbildungsprinzip vom Garten Eden, dass Adam und Eva von den Engeln und von Jesus gelehrt worden waren über Gott, auch über das Böse, dass sie nicht zum Baum der Erkenntnis gehen sollten. Wir lesen im Buch der Erlösung darüber einiges, wie die Engel und Jesus Adam und Eva unterrichtet haben, indem sie durch den Garten gewandert sind, spazieren gegangen sind und ihnen alles erklärt haben, wie es im Himmel so alles abläuft und das ganze System des Himmels. Und das ist ein Vorbild für uns. Und Jesus hat ebenso seine Jünger ausgebildet. Die 12 Auserwählten mit einigen wenigen weiteren, die durch ihren Dienst an ihnen die Familie Jesus bildeten, sie haben halt von dieser Erziehung profitiert. Sie waren mit Jesus im Haus, am Tisch, in der Kammer, auf dem Feld. Sie begleiteten ihn auf seinen Reisen, teilten seine Herausforderungen und auch seine Bedrängnisse. Und je nachdem es an ihnen lag, folgten sie ihm nach in seinem Tun. Manchmal lehrte er sie am Fuße eines Berges, als sie da zusammensaßen. Manchmal am See oder auf dem Fischerboot. Manchmal auf dem Weg. Wann immer er, also Jesus, zu den Menschen sprach, formten die Jünger den inneren Kreis. Sie drängten sich dicht um ihn, damit sie keine seiner Lehren verpassen würden. Sie waren aufmerksame Hörer, begierig danach, die Wahrheiten zu verstehen, die sie eines Tages in allen Ländern und zu allen Zeiten lernen sollten. Wir können wunderbar aus diesem Abschnitt sehen, dass Jesus genau so gehandelt hat wie in 5. Mose 6. Er hat nicht nur gepredigt und über Gott erzählt zu den Andachtszeiten mit seinen Jüngern, sondern er hat sie genommen, er hat sie gelehrt, sie sind sozusagen mitgelaufen mit ihm. Und das ist ein Vorbild für unsere Familien, aber nicht nur für unsere Familien, auch für unsere Gemeinden ist das ein Vorbild. Wenn wir frisch getaufte Glieder haben und die Bibelstunden aufhören, dann sollte doch nicht die Unterweisung aufhören, sondern gerade dann ist es wichtig, die jungen, frisch getauften Glieder mitzunehmen, sie mitlaufen zu lassen, sie in Ämter hineinzuführen, sie in die Gemeindearbeit ja Anteil haben zu lassen und reinwachsen zu lassen. Und so hat Jesus das mit seinen Jüngern gemacht. Er hat sie mitlaufen lassen, sie haben beobachtet, sie haben Fragen gestellt, er hat sie beantwortet. Sie waren in ständigem Austausch darüber, wie er lehrte, warum er genau das gesagt hat. Und manchmal kam es ja vor, dass Jesus die Menge gelehrt hat und dann haben die Jünger danach gefragt, als sie dann alleine waren, das haben wir nicht ganz verstanden, wie hast du das gemeint? Und dann hat er es ihnen erklärt. Und so soll es in der Familie und in der Gemeinde auch zugehen. Genau nach diesen ewigen Grundsätzen. Aber wir wollen zurückgehen zu Psalm 78, wo wir eigentlich waren, in den Versen 5 und 6. Da lesen wir Folgendes. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkündigen, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten. Also wir lesen hier in dem Psalm Vers 5 und 6 von diesem Generationenkonzept, was Gott gemacht hat. Ein Generationenkonzept des Weitergebens. Und in Vers 7 wird erklärt, warum das so wichtig ist. Da heißt es schon wieder, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Und Vers 8, und nicht würden wie ihre Väter. Ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein Gesetz, kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Das war eigentlich so, wie Gott sich das gedacht hatte, mit dem Weitergeben des Glaubens, des Wissens um den Glauben, der Anbetung, dass es von Generation zu Generation weitergeht.
seit 6000 Jahren. Aber leider hat das nicht gut funktioniert. Sonst wären wir heute in einem etwas anderen Umstand in dieser Welt. In den nächsten Versen, die ich jetzt nicht lesen werde, aber die natürlich in der Lektion angegeben sind, in den nächsten Versen wird deutlich, dass Asaf hier von der ersten Wüstengeneration schreibt, die nicht ins gelobte Land einzog, wegen ihres Unglaubens. Und da haben wir diese Verlinkung vom Psalm 78 zu 5. Mose 6. Denn 5. Mose 6 spricht zu dieser zweiten Generation, die dann ins Land Kanaan einzieht. Das sind die Kinder dieser ersten Generation, die so halsstarrig und ungläubig waren, die ja nicht ins Land Kanaan einziehen wollten. Und der Sinn und Zweck dieses Unterweisens, dieser Unterweisung, dieses Weitergebens des Glaubens, das ist, dass die Menschheit ja nach ein paar Generationen überhaupt noch weiß, wer Gott ist und dass es überhaupt einen Gott gibt und was er alles für die Menschen getan hat. Und wie gesagt, hätte dieses Konzept besser funktioniert, dann wären wir heute als Welt und als Menschheit nicht da, wo wir jetzt sind. Und selbst in den Teilen, wo der christliche Glaube zu Hause ist, ist der Glaube an die Wundertaten Gottes dem aufgeklärten Zweifel gewichen. Wir würden vielleicht sagen, der historisch-kritischen Methode. So dass eigentlich kaum noch ein Pastor oder Theologe die Bibel für einen Tatsachenbericht hält, sondern eher für ein Buch voller Parabeln und netter Geschichten. Nun, was sollen wir daraus lernen? Was können wir davon mitnehmen? Wir können daraus lernen, dass die Unterweisung wichtig ist und dass wir Menschen dafür nicht nur Sorge tragen, sondern dass wir auch verantwortlich sind, wenn wir das nicht tun, nämlich verantwortlich für den Zerfall. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir würden wahrscheinlich alle gerne dabei gewesen sein, wenn Jesus seine Jünger gelehrt hat. Wir hätten gerne ein bisschen Mäuschen gespielt und zugehört, wie Jesus den Glauben vermittelt hat, wer ihn weitergegeben hat. Wir haben ja zum Glück die Evangelien und nicht nur eins, sondern gleich vier, um danach zu lesen, wie Jesus gesprochen hat und wie er das weitergegeben hat. Und ich möchte mit euch, so wie in der Lektion angegeben, dieses sehr interessante Kapitel anschauen in Johannes 4, die interessante und bekannte Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Wir haben hier, und ihr könnt dieses Kapitel selber nochmal lesen, ich werde jetzt das aus Zeitgründen nicht tun. Wir haben hier eine Frau vom Volk der Samariter. Die Samariter waren ein verachtetes Mischvolk. Jesus lenkt ihre Gedanken, während er da am Brunnen sitzt und von ihr Wasser haben möchte, ihre Gedanken auf geistliche Dinge. Er spricht über das lebendige Wasser, über das Wasser, was den Durst auf ewig stillt. Und er möchte ihr damit deutlich machen, dass eigentlich eine tiefe, echte Beziehung zu ihrem Gott wichtig ist und dass sie diese Beziehung zu ihrem Heiland braucht. Und Jesus lenkt ihre Gedanken immer mehr auf dieses Thema und offenbart ihr eigentlich, wer da vor ihr sitzt. Und je mehr Jesus aus seinem Leben offenbart und vor allem aus ihrem Leben offenbart, mehr als er eigentlich wissen könnte als Normalsterblicher, wenn er nicht Gott gewesen wäre, wird diese Frau sehr unsicher. Denn Jesus weiß, dass sie mehrere Männer gehabt hat. Und es ist ihr sichtlich unangenehm. Wenn wir den Bericht aus dem Leben Jesu dazu lesen, bekommen wir noch ein paar mehr Einblicke in dieses Gefühlsleben dieser Frau, was sie empfunden hat in dem Moment, als Jesus ihr das sagt, dass du hast recht, du hast ein paar Männer gehabt und der, den du hast, der ist nicht dein Mann. Und sie ist auf sehr unangenehme Weise berührt und versucht aus Verlegenheit, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Vielleicht kennt ihr das auch, ja? Wenn euch jemand auf etwas Unangenehmes anspricht, da versucht man ganz schnell ein anderes Thema zu finden, damit man nicht länger darüber nachdenken muss und sich nicht rechtfertigen muss. Und so macht sie das auch. Und Jesus, ein Gentleman in jeglicher Hinsicht und auch in der Gesprächsführung, geht auf ihren Schwenk ein. Und das lesen wir in Vers 19 bis 26. Und da geht es um diesen
Anbetungsort. Ja, die Samariter haben ja den Berg Gerizim als eigenen Anbetungsort dann sich für sich festgelegt und nicht, um nicht nach Jerusalem zu gehen, und haben diese eigene Anbetungsstätte errichtet. Und diese Sache war eine Streitfrage. Und sie versucht, Jesus in diesen Disput hineinzuziehen, um von sich abzulenken. Und Jesus aber klärt diese Frage des Anbetungsortes auf und für sie auf etwas unerwartete Weise, indem er sagt, er neutralisiert das eigentlich. Also irgendwann wird man gar nicht mehr darüber reden, wo man anbetet, ja, in Jerusalem oder auf dem Berg Gerizim. Ist eigentlich irgendwann total irrelevant. Und mit dieser Auflösung dieses Problems hat sie in dem Moment gar nicht gerechnet. Und er zeigt ihr einfach, dass es um was ganz anderes geht, nämlich darum, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Darum geht es hier. Das ist so die Quintessenz dieser Belehrung, dieser Unterweisung, die Gott dieser Frau gibt. Und er möchte ihre ganze Aufmerksamkeit darauf lenken, dass der vor ihr sitzt, der Messias ist. Und dass sie ihn sozusagen erkannt hat. Diese Geschichte ist eine unglaublich schöne Illustration, wie man jemanden korrigieren kann, ohne dass er es wirklich merkt und ohne dass er sich angegriffen fühlt und vielleicht sogar Aversion dagegen hat, gegen diese Unterweisung oder Belehrung, und die er vielleicht nie angenommen hätte, wenn man gleich zur Sache gekommen wäre, wenn man das gleich gerade herausgesagt hätte, sondern es zeigt vielmehr die Behutsamkeit, die Jesus hier an den Tag legt, wie er ihr die Wahrheit vermittelt. Er geht sozusagen die Ausschweife mit, die sie macht, weil sie vom Thema ablenken will, und findet immer wieder einen Anknüpfungspunkt, um ihr diese Wahrheiten mitzuteilen. Ellen White hat mal gesagt, dass Jesus versucht hat, den Gedankenfluss der Menschen nicht zu unterbrechen, während er sie gelehrt hat. Ja, das sehen wir zum Beispiel bei dem Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Wenn wir im Leben Jesu nachlesen, dann sehen wir, dass die Menschenmenge dort saß. Jesus hat sie gelehrt und währenddessen zog so ein Hochzeitszug vorbei und die Menschen haben sich alle umgedreht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal im Gottesdienst, wenn jemand vorne was sagt und dann kommt irgendjemand hinten rein und redet laut, dann drehen sich alle um. Und schon ist die Aufmerksamkeit dahin und der Prediger hat schweres Spiel, jetzt wieder die Gemeinde zu fokussieren auf das Eigentliche, was sich vorne abspielt. Und Jesus hat diese Gelegenheiten genutzt und hat dieses Bild von der vorbeiziehenden Hochzeitsgesellschaft benutzt und eingebunden. Und da können wir so viel lernen, wie Jesus gelehrt hat und wie er eigentlich die Gedankengänge der Menschen benutzt hat, um sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Jesus ist der Meisterlehrer, der Meister der Gesprächsführung. Und ich wünschte mir manchmal, dass wir als Menschen öfter diese Gabe besitzen würden, dass wir auch so Gespräche führen könnten wie Jesus. Wir können nicht immer so wie Jesus in die Köpfe und Herzen der Menschen hineinschauen und wissen, was im Leben des anderen gerade abgeht. Das ist manchmal auch gut so. Aber wir können lernen, behutsam zu sein und zu schauen, wann jemand für bestimmte Wahrheiten offen ist. Es ist gar nicht sinnvoll, jemanden die Dinge vorzuknallen und zu sagen, ja, entweder du glaubst jetzt oder du glaubst halt auch nicht, ist mir egal. Jesus war es überhaupt nicht egal. Jesus war es sein Anliegen, dass das, was er vermittelt, dass es auch angenommen werden würde. Im Buch Leben Jesu im Englischen auf Seite 152 heißt es, es war durch persönlichen Kontakt und Beisammensein, dass Jesus seine Jünger ausbildete. Also er hat eigentlich diese Gemeinschaft genutzt, um sie auszubilden. Er predigte sie nicht an, wie Menschen das heute tun, sondern wo immer Herzen offen waren, die göttliche Botschaft zu hören, entfaltete er die Wahrheiten des Weges der Erlösung. Er gebot seinen Jüngern nicht, dies oder das zu tun, sondern sagte, folgt mir nach. Auf seinen Reisen durch das Land und die Städte nahm er sie mit sich, damit sie sahen, wie er die Menschen lehrte. Er verband ihr Interesse mit seinem und sie wurden eins mit ihm in der Arbeit, die sie für Menschen gemacht hatten. Also Jesus war ein unglaublicher Praktiker. Ja? Für alle, die hier vielleicht vor dem Bildschirm sitzen und sagt, ach, immer diese Theorie, ich möchte es mal praktisch. Jesus war praktisch. Jesus hat
die Jünger ganz praktisch ausgebildet. Ja, sie saßen nicht in der Schule auf Bänken und er hat ihnen erzählt, wie das Reich Gottes funktioniert, sondern er hat es ihnen vorgemacht. Ein Vorbild für unsere Erziehung. Für einen Lehrer ist es aber nicht nur entscheidend, dass er gute Fähigkeiten hat, um diese Dinge weiterzugeben. Und Jesus hatte ohne Zweifel unglaublich pädagogische Fähigkeiten, die besten, die es je gab. Sondern es ist auch ganz entscheidend, wie offen die Schüler bzw. Jünger sind, denen man etwas beibringen will. Denn auch Jesus ist als Pädagoge an Menschen gescheitert. Und es lag nicht an Jesus, sondern es lag einfach daran, dass es Menschen waren, die nicht belehrt werden wollten. Wenn wir zum Beispiel an die Pharisäer oder Sadduzäer denken. Aber es gab einen unter den Pharisäern, nämlich den Nikodemus, der diese Offenheit hatte, der nachts zu ihm kam. Und weil er offen war, konnte Jesus ihm einige Lektionen mitgeben. Das ist ja genau das Kapitel vor Johannes 4, nämlich Johannes 3. Und so ist es auch mit dem Kapitel der Frau am Jakobsbrunnen. Wir lesen im Leben Jesu, wie offen diese Frau war. Da heißt es im Englischen auf Seite 173, die schlichte Darstellung, die Jesus dieser Frau gab, hätte er den selbstgerechten Juden nicht geben können. Das heißt, es war ein Riesenunterschied zwischen dieser samaritischen Frau, die wirklich offen war für die Wahrheit, danach gesucht hat, die ja auch, das können wir ja lesen, wirklich auch gläubig war. Und den Juden, die verstocktes Herz hatten. Das heißt weiter, Christus war zurückhaltender, wenn er mit ihnen, also den Juden, sprach. Und was den Juden vorenthalten wurde, was auch die Jünger mit Zurückhaltung behandeln sollten, offenbarte er dieser Samariterin. Das heißt, sie hat eigentlich viele Wahrheiten, tiefere Wahrheiten an einem Punkt erfahren können, als sogar die Jünger, weil sie offen war. Jesus sah, dass sie diese Erkenntnis benutzen würde, andere an seiner Gnade teilhaben zu lassen. Und das ist so wichtig. Das ist Jesus wichtig, dass wir nicht alles nur schlucken und konsumieren und sagen, Hauptsache ich weiß, wie ich gerettet werde. Es geht Jesus darum, dass wir es weitergeben. Weil, so wie wir heute schon in der Lektion gelesen haben, Jesus das Konzept und Gott das Konzept hat, dass wir es von Generation zu Generation weitergeben. Nun, was können wir von unserem Meisterlehrer lernen? Wir hatten ja schon zwei Lektionswochen zu diesem Thema, was wir von dem Meisterlehrer lernen können. Wir lernen, dass wir das Wissen teilen müssen. Und dass diejenigen, die bereit sind im Herzen, Wissen weiterzugeben über den Glauben, dass Gott sie auch ganz besonders damit segnet. Und wir lernen, dass die Menschen, die ein offenes Herz haben, genauso nützlich sind oder manchmal nützlicher im Werk Gottes als ein hochintelligenter Pharisäer es war. Nikodemus zum Beispiel hat die Dinge, die Jesus ihm in dieser Nacht gesagt hat, fast 3 Jahre in seinem Herzen eingeschlossen. Er hat es nicht weitergegeben. Und es hat bis nach dem Tod von Jesus gedauert, bis Nikodemus, dass der Same in Nikodemus' Herz aufgegangen ist. Und dann ist er richtig aufgegangen. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass das Werk, das die Jünger getan haben, zu einem nicht unerheblichen Teil durch die finanziellen Mittel von Nikodemus möglich waren. Ja, er hat dann alle seine Schleusen geöffnet und das Evangelium gefördert, aber eben erst nach Jesu Tod. Wir wollen uns heute zum Schluss noch das Kapitel in Markus 7 ein bisschen zu Gemüte führen. Ein interessanter Text, den ich auch aus Zeitgründen jetzt nicht lesen werde, aber den ihr unbedingt durchlesen solltet. Und dort Kapitel Markus 7, Vers 1 bis Vers 13, da lesen wir ja von den Pharisäern und dass sie mit Jesus diskutieren, mit dem Händewaschen und so weiter und ihn dann ein bisschen herausfordern. Und wir wollen ein bisschen versuchen, diesen Text auf unsere Zeit anzuwenden, weil darum geht es uns ja. Es geht bei diesem Text eigentlich darum, dass wir nicht nur religiös sein sollten und religiöse Praktiken verfolgen sollten, sondern darum, dass wir einen echten Glauben haben und wir wissen,
dass wir eigentlich wissen, warum wir diesen Glauben so und so auslegen, warum wir bestimmte Glaubensgewohnheiten haben, Andacht zu machen oder zu beten und so viele Dinge, wie sich der Glauben äußert, dass wir auch ja, die Prinzipien dahinter verstehen und das auch ja, wissen, warum wir einiges tun. Denn nur wenn man weiß, warum man das und das und das so glaubt und das so tut, kann man es eigentlich auch authentisch weitergeben. Es geht mehr, es geht nicht so sehr um die äußerliche Form, es geht vielmehr um Herzensbekehrung. Es geht nicht so sehr um das Halten menschengemachter Vorschriften, sondern mehr um das Prinzip hinter dem Gesetz. Und ich glaube, wir auch als Adventisten verfallen viel zu sehr und viel zu oft in diese Muster, dass wir religiöse Praktiken eher befolgen, als unser Herz ändern zu wollen. Und das leben wir leider auch zu oft unseren nachfolgenden Generationen genauso falsch vor. Nur die Sache ist, dass die Jugendlichen, die in unseren Gemeinden sind, ganz genau merken, wo Glaube echt ist und wo er geheuchelt ist. Und weil geheuchelter Glaube einfach überhaupt gar keine Anziehungskraft besitzt, da trägt das dazu bei, dass diejenigen dann die Kirche verlassen, die Gemeinde verlassen, weil diese menschengemachten Glaubenskonstrukte einfach keinen Anreiz bieten. Und die Jugendlichen einfach nicht wissen, warum sie ihr Leben jetzt danach ausrichten sollen, weil es ihnen niemand richtig erklärt, weil sie einfach nicht wissen, warum man das so und so macht und manchmal auch die Formen einfach nur noch eine Papphülle sind und keinen Inhalt mehr haben. Ja, vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum das Volk Israel so wenig missionarisch unterwegs war. Denn das war ja eigentlich Gottes Plan. Weil auch die Götzenreligionen um sie herum ja eigentlich genau nach diesem Prinzip lebten, religiöse Formen aufrechtzuerhalten, sich vor einem Götzen hinzustellen und zu ihm zu beten und dann doch den eigenen Willen zu verfolgen. Und das Volk Gottes war genau an diesem Punkt gelandet. Allein die steifen Formen der Anbetung wurden aufrechterhalten, aber ohne echten Inhalt und ohne Verständnis für den eigentlichen Sinn. So eine Religion rettet nicht und sie erfüllt auch nicht und sie unterweist auch nicht. Und wir müssen unsere jungen Menschen in den Gemeinden irgendwie schaffen, ein anderes Glaubensleben vorzuleben. Eines, das echt ist, eines, das weiß, warum es glaubt. Und nur dann werden sie die Sehnsucht haben, Jesus nachzufolgen. In dem Sinne ist eigentlich jeder von uns ein Lehrer. Nicht nur die Eltern, die Kinder haben, sondern auch die Sabbatschultanten und auch die Sabbatschullehrer. Jeder ist ein Lehrer. Jeder von uns übt einen Einfluss auf andere aus. Das muss uns bewusst sein. Ich möchte diese CSH abschließen mit einem Zitat aus dem Buch Child Guidance, wie führe ich mein Kind, im Englischen Seite 558. Geführt und gelehrt durch die göttliche Unterweisung zu Hause, dem Einfluss der Morgen- und Abendandacht, das andauernde Beispiel der Eltern, die Gott lieben und fürchten, haben sie, also die Kinder, gelernt, sich Gott unterzuordnen als ihren Lehrer und sind dafür vorbereitet, einen angemessenen Dienst für ihn zu tun, als auch loyale Söhne und Töchter zu sein. Solche Jugendlichen sind vorbereitet, der Welt die Kraft und Gnade von Christus zu präsentieren. In diesem Sinne sollten wir einander in der Anbetung erziehen und unterweisen, so wie wir es heute betrachtet haben, und immer wissen, dass die Anbetung keine bloße Hülle ist, sondern dass sie einen Inhalt braucht. Und je mehr wir selber im Herzen, so wie Daniel und seine Freunde, diese Wahrheiten eingraviert haben, umso besser scheinen sie auch aus uns heraus und umso authentischer ist der Glaube und umso attraktiver ist auch der christliche Glaube und der Glaube an Jesus. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes Sabbatschulgespräch und dass ihr diese Anbetung darüber nicht nur redet, sondern sie auch praktiziert in euren Gemeinden. Bis zur nächsten CSH wünsche ich euch Gottes Segen und alles Gute.